So, wir haben eine neue Animation bekommen, wie wir gelesen haben. Bohnmehl. Ach, Bohnmehl. Knochenmehl. Ach, Junge, bin ich doof? Das ist Gunpowder. Ach, Junge. Oh, na. Auf jeden Fall haben sie es immer nicht gebessert, dass ich die treffe. Das ist leider immer noch derselbe Mister. So. Machen wir einen Stack jetzt da nochmal einen Cobblestone sogar noch mit dabei. Da einen rein. Deswegen, ich würde es nicht übertreiben. Weil ich finde, dass hier passt das dann doch so ein bisschen besser. Da packen wir da nochmal einen rein. Na, komm, schätze ich da drauf. Zack. So, unten haben wir logischerweise nichts. Dann können wir, glaube ich, mit dem nochmal gucken. Pass auf, wir tauschen den nochmal aus. Nur so ein bisschen, nur so ein ganz kleines bisschen. Ich glaube, das reicht tatsächlich für irgendwo ein Skelett. Da nochmal einen hin. Zack. Weil es ist ja alles noch relativ neu. Vielleicht kann man das auch so mit der Zeit quasi machen, weißt du? Dass sich das mit der Zeit hier so ein bisschen verschlechtert. Da oben ist zum Glück nichts. Ah, jetzt habe ich hier den... Ach, den Schimkies hat mir nichts mehr. Das ist alles unten. So, dann packen wir da nochmal einen hin. Und ich packe hier nochmal einen hin. So. Das passt. Dann bauen wir das dann gleich dann nochmal schön aus. Und dann können wir direkt mit dem Cobblestone hier nochmal gucken. So. Fertig. Dann brauchen wir am Ende noch auffüllen hier mit, Kies. So, aber was ich jetzt auch mal dann machen wollte, ist jetzt mal so ein bisschen darauf, wieder auf Themen drauf eingehen, dass wir jetzt hier uns ein bisschen nebenbei noch bereden, so ein paar Sachen. Es gibt ein paar wichtige, ganz wichtige Sachen, wie immer. Ja, auf jeden Fall, größtenteils geht es mir jetzt erstmal darum, mir so ein paar Themen von euch anzusprechen. Es ist jetzt ja viel passiert, es sind circa 3 Wochen jetzt ja gewesen, in denen ein bisschen was passiert ist und in dem quasi jetzt da auch neue Sachen angefallen sind, beziehungsweise auch Kommentare natürlich dann noch da waren. Wobei es unglaublich aber war, ich habe damit gerechnet, dass ich mehr Rückmeldung kriege, deswegen immer gerne Kommentare schreiben oder sowas, weil das hilft halt noch nur dabei, dann, dass ich mich noch weiter hier verbessern kann, dass wir wieder, ja, dass wir hier, das war wieder unfassbar knapp, genau, das erstmal, dass ich auch ein bisschen was zu bequatschen habe hier, dass ich hier ein bisschen was zum Reden habe für euch und natürlich auch, dass ich mich hier selber immer wieder so ein bisschen, ja, verbessern kann mit Vorschlägen von euch, dass ich euch wieder noch ein bisschen mit einbeziehe und das alles, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja, genau, deswegen habe ich mit ein bisschen mehr Rückmeldung gerechnet, fand ich ein bisschen schade, aber ist nun mal so, ich mache da natürlich niemanden einen Vorwurf, weil das natürlich so meine eigenen Expectations waren und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist das halt so. Auf jeden Fall, ja, will ich auf so ein paar Themen drauf eingehen, beziehungsweise so ein paar Leute hier, die ein bisschen was geschrieben haben, dann doch. Da habe ich erstmal auch den ersten jetzt schon dabei. Ich habe leider den Namen vergessen, wie du im Game heißt. Ich weiß nur, dass du irgendwas reingeschrieben hattest, dass du den Namen nochmal ändern musst, dass du den Namen nicht geändert hast, weil du dich da was nicht verschrieben oder sowas. Ich weiß es jetzt aber gerade gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es TeraHG, die sich da schon gemeldet hat für das Stargames Journal, was natürlich dann auch irgendwann so langsam, ja, ich sag mal nicht anfängt, aber wo man jetzt so langsam wirklich, wo wir uns ein bisschen ransetzen könnten, noch ein paar Sachen für zu sammeln. Also ein paar Rohstoffe und ähnliches und ja, genau, das ist so eine Sache, die ich da auf jeden Fall auch nochmal angehen werde, dass wir da die Sachen dann zusammen sammeln. Ich gehe gerade erstmal ganz kurz zu unserem Häuschen, zu unserer Baumfarm, um dann nochmal ein bisschen was an Kies und Ähnlichem zu holen. Genau, die hat sich schon gemeldet fürs Stargames Journal, da habe ich das schon direkt eingetragen. Das ist dann auch der Platz Nummer 1, der dann da vergeben wird. Genau, den hast du dir jetzt damit reserviert, weil es hat sich tatsächlich sonst noch keiner dafür gemeldet. Es gab viele Leute, die Idee super fanden, aber halt quasi nicht dann reingeschrieben haben mit einem Namen und sowas. Wir haben tatsächlich keine Mosi Cobblestones mehr. Das ist ein bisschen schade, muss ich jetzt gerade mal sagen. Aber ist okay, da müssen wir halt gucken, da müssen wir fürs nächste Mal dann nur wieder welche mitnehmen. Wir haben ja noch 10.000 Spawner, ich weiß gar nicht, ob ich von allen Spawnern alles mitgenommen habe. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das nämlich nicht der Fall ist. So, das überlege ich gerade. Oder lasse ich es doch so? Ich überlege gerade, ob ich nochmal ein bisschen was da reinpfeffer. Was ich machen wollte, ist aber auf jeden Fall hier nochmal ein. Das ist ein bisschen abrunden hier. Zack. Oder lassen wir das so? Das ist eigentlich schon geil, so wie das ist. Nee, wir lassen das. Ich lasse das doch, dass wir da jetzt nicht noch mit Kiste was machen. Den einen da auf jeden Fall. Aber wir lassen das tatsächlich so, wie es ist. Gefällt mir dann doch so ganz gut mit den Steinen darum. Das wird auch später nochmal ein bisschen schöner aussehen. Sieht jetzt hier in dem Texture Pack nur ein bisschen blöd aus, sag ich mal. Aber das wird sich dann auch irgendwann dann wieder ändern.
So, eine Wolle kommen wir hier rein. Tatsächlich fast kein Holz mehr. Oder haben wir alles mit hochgenommen? Ich glaube, wir hatten oben nichts mehr, oder? Ich meine, wir haben das ganze Holz verbraten. Das ist echt krass. Ja, auf jeden Fall, vielen lieben Dank dafür. Und ich habe auch dann denjenigen, ob er oder sie, keine Ahnung, tatsächlich da dazu auch wieder gebracht, sich die Alpha anzugucken oder beziehungsweise die Alpha zu spielen. Was ich super cool fand, das freut mich immer wieder ungemein, wenn ihr dann halt schreibt so von wegen, ja, ihr habt jetzt auch wegen des Let's Plays wieder mit den alten Versionen angefangen. Auch da dieselbe Meinung, die ich auch vertrete, bezüglich dessen, dass es halt einfach in den neueren Versionen viel zu viel neuen Content gibt und dass sich alles gar nicht mehr nach Minecraft anfühlt. Deswegen auch da jemanden dazu überreden können, tatsächlich hier nochmal das, die Alpha anzufassen und macht da anscheinend sehr viel Spaß und das freut mich super und ich hoffe auch, wenn du jetzt immer noch zuguckst, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass du da immer noch deinen Spaß dran haben wirst und genau. So viel genau dazu. Dann habe ich noch von Chris, der ja auch wirklich sehr fleißig immer zuschaut und ich habe auch gesehen, jetzt auch in die anderen Let's Plays mit reinschaut. Im Flusi habe ich jetzt auch schon gesehen, dass du im Flusi da kommentiert hattest. Auf jeden Fall da auch noch Makro fürs Speichern, weil ihr wisst ja, die Scheiße, die uns da hinten passiert ist, apropos, ja, das ist natürlich so eine Sache, die ich gerne vermeiden möchte in Zukunft und da meinte er, dass es vielleicht auch ganz sinnvoll wäre, wenn wir uns dann Makro für anlegen, dass das alle paar Minuten kurz mal das Menü aufmacht, dass wir jetzt kurz einmal speichern und dass ich dann selber wieder rausgehe. Habe ich tatsächlich vergessen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Habe ich vergessen, mir da was einzurichten, aber fürs nächste Mal könnten wir das auf jeden Fall dann machen. Aber jetzt ist es hier quasi nicht ganz so schlimm, weil ich glaube, hier werde ich öfter, weil wenn ich dann mal rausgehe für Foto, also wenn ich nach den Bildern gucke, mit dem Design, was ich mir ausgedacht habe und sowas, ist das wahrscheinlich eine bessere Sache. Da braucht man hier nicht ganz so drauf achten. Aber wenn wir in den Höhlen sind, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Und genau. So, dann pass auf, dann lass mich erstmal ganz kurz überlegen, wie genau wir jetzt weitermachen. Also wir haben jetzt hier, ich habe jetzt hier so ein paar Blümchen verteilt. Das war auf jeden Fall ein Plan, den ich hatte. Dann überlege ich gerade, ob ich von oben hätte ein bisschen Sand mitnehmen sollen. Ich glaube ja, weil ich würde jetzt nämlich dazu übergehen. Ich habe ja erst gesagt, dass wir vielleicht mit Lampen und sowas nochmal ein bisschen arbeiten. Aber ich würde, glaube ich, das priorisieren hier vorne. Jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen für Dings gesorgt, dass wir vorne erstmal so ein bisschen so eine Shoreline hinziehen. Das beinhaltet unter anderem, dass wir hier ein bisschen gerade ziehen, hätte ich jetzt gesagt. Wir können das so ein bisschen lassen, dass wir vielleicht da einen Steg haben, da einen Steg. Das müssen wir dann mal gucken. Ja, ich würde erstmal damit tatsächlich einfach anfangen, bin ich ganz ehrlich. Wir gehen nochmal ganz kurz hoch, ich nehme mal ein bisschen Sand mit und würde damit einfach mal anfangen und dann gucken wir mal, wie wir uns dann hier nach oben hochbauen. Ja, das ist wirklich jetzt absolut spontan, bis auf eine Sache. Das Design muss ich mir nochmal ganz kurz einmal angucken. Das werde ich dann einfach adaptieren, also quasi anpassen, wie wir es jetzt auch schon hatten. Es ist allerdings nur so, dass ich mir halt rausgesucht habe, wie ich es ungefähr bauen möchte. Ich habe jetzt nicht das hundertprozentig vorgebaut. Deswegen, wo haben wir es denn da? Da Instances, dann brauche ich einmal die 1.20.1. Und hier Screenshots. Und dann habe ich da die Sachen. Sehr gut. Ja. Deswegen, ich habe einen ganz kurzen Steg da gebaut, um mir mal zu überlegen, wie könnte es aussehen. Und das finde ich eigentlich so ganz cool. Und so würde ich das dann auch machen. Aber wie wir das jetzt genau da vorne anpassen, das machen wir jetzt dann quasi spontan hier für mehr Spontanität. Ich muss sagen, das mit den Blöcken sieht schon ganz geil aus. Wird später, wenn da nicht die Gesichter drauf sind, nochmal ein bisschen schicker wahrscheinlich aussehen. Das ist dann auch nochmal ein bisschen was anderes. So, aber bevor wir da jetzt weitermachen, ganz kurz mein Links wieder auf. Und dann noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die oft gefragt wurde jetzt in letzter Zeit, vor allem mit dem Misa Texture Pack, ist, wo ich das denn herbekommen habe. Da wollte ich jetzt nochmal fragen, weil ich müsste die Links auch alle selber nochmal raussuchen, wo ich die runtergeladen habe. Für das Misa habe ich es jetzt so oder so schon, wo ich das Dings her habe, das Painterly. Keine Ahnung tatsächlich mehr, da müsste ich auch nachschauen. Aber die Frage an euch, ob ihr Links zu den Texture Packs, also zu den Alpha Texture Packs, in der Beschreibung haben wollt. Weil dann würde ich euch die Sachen nämlich reinpacken, dass ihr dann die Sachen einfach fix runterladen könnt. Ja, das wäre jetzt quasi so mein... Wir haben tatsächlich kein Holz mehr, da müssen wir tatsächlich Holz abbauen. Das wäre jetzt so mein Vorschlag an euch, dass ich dann nochmal so ein bisschen... oh, ja, da haben wir auch gar nichts mehr. Nur unten noch was. Ich nehme mal erstmal so viel mit. Wir können ja dann da auch nochmal ein bisschen was abbauen. Aber erstmal zum Begradigen und sowas ist das, glaube ich, ganz, ganz gut. Dann müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen Holz unten hacken. Davon brauchen wir nichts. Das packe ich erstmal hier rein.
Davon werden wir jetzt auch erstmal nichts brauchen. Ansonsten Gravel und alles haben wir unten. Davon werden wir nichts brauchen. Und davon werden wir auch erstmal nichts brauchen, würde ich jetzt sagen. Einmal, wir können mal die Vollzeit, die Eimer mitnehmen. Das machen wir mal. Aber ansonsten dürfte das, glaube ich, passen. Genau. Also, wenn ihr Texture Packs, wenn ihr Sachen zu den Texture Packs haben wollt, sagt mir da gerne Bescheid. Und dann packe ich die dann in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch die Sachen dann da runterladen. Auch eine Sache, die mir in einem anderen... Oh, shit, wir gehen mal den schnellen Weg. Auch eine Sache, die mir, ich sag mal, ans Herz gelegt wurde in den Kommentaren. Und, wo ich sagen muss, ich hoffe, es stört sonst niemanden. Ich weiß es ja selber. Das hört sich jetzt alles so ultra schlimm an. Aber, da kam es nämlich gerade schon wieder, dass ich jemand bin, der doch sehr oft die Wörter A, M, Ö, A, Ü, Fü, A, Ü, Ö benutzt, ne? Das ist bestimmt schon, ja, siehst du, haben wir es nämlich wieder, das ist, glaube ich, schon vielen aufgefallen. Und, ich versuche, drauf zu achten, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist leider so bei mir, ich sag mal so unterbewusst verankert inzwischen, dass ich tatsächlich sagen muss, ja, da war es nämlich wieder, dass ich es immer erst bemerke, wenn ich es dann schon gesagt habe, weil sich das bei mir einfach, ich sag mal, in den Sprachgebrauch in gewisser Art integriert hat. Und, da kann ich nicht viel machen, da wurde mir in dem Horizon Zero Dawn Let's Play, wurde ich darauf hingewiesen, das doch bitte zu unterlassen. Und da habe ich dann auch unten reingeschrieben, dass das nicht so einfach werden wird. Einfach aufgrund dessen, dass das einfach meine Art ist zu reden. Ich weiß, es wird bestimmt auch Leute geben, denen das ziemlich auf den Sack geht. Es tut mir sehr leid, aber ich kann es leider nicht ändern, einfach weil es zu mir gehört wie der Name an der Tür. Haha, ja, deswegen, also das ist so eine Sache. Die kann ich leider auf die Schnelle nicht abstellen. Ich kann mich ein bisschen darauf konzentrieren, dass das nicht so oft mehr passiert. Aber jetzt überlege ich gerade. Ich dachte, ich hätte auch schon was gemacht. Auf jeden Fall, ja. Das ist eine Sache, die leider wahrscheinlich ja, erstmal so ein bisschen bleiben wird und mit der ihr euch leider abfinden müsst. Das hat halt jeder Kollege hat halt so seine... Kollege zieht es auch komisch an. Also jeder, der irgendwie Videos macht, hat da so seine Art. Es gibt auch andere, die wahrscheinlich noch andere Eigenarten haben. Bei mir ist es das halt. Es tut mir leid. Aber da kann ich leider nichts mitmachen. Da kann ich nichts tun. Weil das einfach meine Art ist zu reden. Und ja, da müsst ihr euch leider mit abfinden. Ich versuche dran zu denken. Aber ja. Viel tun auf die Schnelle kann ich da leider nicht. So. Dann haben wir hier auch nochmal ein bisschen was gemacht. Dasselbe mache ich dann hier vorne auch, weil ich dachte nämlich, ich verwechsel nämlich inzwischen die Welt, diese Welt und die 1.20-Welt, die ich euch gezeigt habe, die verlaufen so ein ganz kleines bisschen, weil ich halt da Sachen natürlich schon gemacht habe, die jetzt hier noch nicht, ja, noch nicht der Fall sind. Deswegen muss ich da ein bisschen gucken, welche Sachen ich jetzt hier noch machen muss, die ich in der Dingswelt schon gemacht habe. Und wir könnten auch mal das anders machen. Wir könnten auch mal das so tun. Das ist vielleicht auch mal eine ganz coole Idee. Nicht immer nur... So, das dürfte dann aber, glaube ich, so ein bisschen passen. Zack, zack, zack. Guck mal. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Jetzt haben wir hier auch nochmal so ein paar Sachen hingebaut. Das passt so, glaube ich, ganz gut. Und genau, dann nehmen wir das alles mal hoch. Und ich würde sagen, wir nehmen uns die Axt in die Hand und holzen hier mal so ein bisschen ab. Ich nehme jetzt hier vorne mal die neue Baumreihe, die wir ganz neu gemacht haben. Das muss auch noch gemacht werden. Das könnten wir vielleicht heute auch noch dann machen. Ja, also für mich ist es jetzt heute eigentlich, dass wir den Hafen anfangen, dass wir eine gewisse Idee vom Hafen haben und ich so ein paar Sachen hier zu Ende mache. Detailing so halb nennen ist es dann eher doch eher weniger. Ich muss doch nochmal in das Video reingucken, weil mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig einfällt, was noch alles auf der Liste war. Ich weiß, es ist unter Detailing-Fällen fallen die Lampen, da ist mir dann aber vorhin, habe ich mir dann aber wirklich dann gedacht, das wäre vielleicht eine ganz sinnvolle Idee, erstmal nochmal zu gucken, dass ich nochmal Bilder von dem Weg mache, weil ich tatsächlich gerne die Sachen da platzieren würde, wo sie auch in der anderen Welt platziert sind. Da wieder so ein Ding, einfach weil ich das Pattern, wie ich es platziert habe, super nice fand. Und ja, deswegen gucken wir dann da einfach mal. Auch die Abstände waren eigentlich so ganz gut, dass alles schön beleuchtet ist. Deswegen verschiebt sich das doch alles dann auch nochmal so ein bisschen. Aber deswegen wird der Hafen dann heute in Angriff genommen. So. Dann auch noch eine Sache, die auch mit Minecraft zu tun hat. Ich habe das ja in der Folge, ich glaube es war Folge 38, 39 oder sowas, habe ich mal angesprochen gehabt, was ihr davon haltet, wenn wir Minecraft streamen würden. Darauf habe ich leider noch keine Rückmeldung bekommen. Zumindest nicht in den Kommentaren, aber es gab so zwei andere Leute, die mich privat, also von meinem Freund angesprochen haben, die meinten, es wäre vielleicht auch mal eine ganz coole Sache, wenn wir Minecraft doch mal streamen würden.
Und ich würde das, das habe ich ja auch schon in der Folge da damals erzählt, ich würde das tatsächlich auch angehen wollen. Also ich würde auch gerne das Let's Play hier streamen wollen. Ich würde es trotz alledem nicht als Stream-Projekt behandeln. Also es wäre keine Sache, die jetzt dann wöchentlich dann stattfindet. Sondern ich würde mal gucken, dass wir das immer mal wieder zwischendurch so machen. Dass ich das vielleicht ein bisschen im Voraus ankündige, welche Folgen das eventuell dann werden könnten. Wo wir dann, oh shit, das war nicht, wo wir dann einen Stream machen könnten, machen werden und dass man das dann gut verbindet, dass ihr dann so eine gewisse Einschätzung habt, wann wir dann streamen und sowas und ja. Ich würde das aber trotzdem immer noch als Folgenprojekt halten. Die Stream-Sachen würden dann wahrscheinlich auch 1:1 so auf YouTube landen. Also ich würde das nicht als einen Stream hochladen, sondern ich würde es auch persönlich cutten. Vielleicht ein bisschen länger cutten, vielleicht machen wir da halbe Stunden Folgen draus, aber das würde ich dann spontan nochmal schauen, das gucken wir, wenn es dann quasi soweit ist. Und ja, so, dann war es das auch erstmal mit unserer Axt.